Hallo und herzlich willkommen auf der Terrasse vom Hotel, weil leider sind im Teide Nationalpark so viele Leute unterwegs gewesen, dass ich dann nirgendwo vernünftig was erzählen konnte. Das heißt, ich mache es jetzt lieber jetzt und werde euch dann mit entsprechendem Bildmaterial und relativ viel Voice-Over noch nerven, um noch ein bisschen auf Details einzugehen. Aber so ein paar grundlegende Dinge wollte ich jetzt noch schnell vor laufender Kamera und vor Ort, zumindest mal auf Teneriffa sich befindlich, ansprechen. Und zwar, wo befinden wir uns denn jetzt nun gerade, wenn es um die Kugelbusch-Vegetation der suprakanarischen Stufe geht. Ja, das ist eben dieser Bereich und wir erinnern uns, nur wenige Inseln der Kanaren sind so hoch, dass sie überhaupt die suprakanarische Stufe aufweisen und die dort vorhandene Kugelbuschvegetation. Und zwar trifft das zu ab, ne, so grob 1900, 2000 Metern, sowas um den Dreh, und damit wären wir dann überhaupt ohnehin nur noch bei, soweit ich das jetzt weiß, Gran Canaria und eben Teneriffa und noch weiter oben, die machen wir auch gleich noch mit, die Orokanarische Stufe, die befindet sich dann wirklich nur noch und ausschließlich auf Teneriffa. Die suprakanarische Stufe Teneriffas ist auch noch mal deutlich ausgeprägter als die von Gran Canaria. Und das heißt für diesen Teil, diese oberen Ökosysteme der Kanarischen Inseln, sind wir dann doch größtenteils auf Teneriffa unterwegs. Wie wir sehen können, befindet sich die Wolke, das übliche Wölkchen hier, in diesem Fall jetzt unter unseren Stufen. Und selbst wenn die Wolke sehr hoch ankommt, was zum Beispiel im Winter der Fall ist, November, Dezember sind die Wolken somit am höchsten, die hier angeflogen kommen, dann rutscht sie allenfalls noch ein kleines bisschen in diese Stufe rein. Das heißt, wenn die Wolken regelmäßig unterhalb der entsprechenden Stufe unterwegs sind, kann man sich recht klar machen, dass Niederschläge da natürlich eher eine Seltenheit darstellen und dementsprechend trocken ist die Landschaft. Wir sprechen da von einem Halbwüstenklima. Stellenweise könnte man durchaus davon ausgehen, dass es sich um Wüstenklima handelt, aber es kommt dann doch hin und wieder noch zu gewissen Niederschlägen, weil es herrscht ja nicht immer die typische Wetterlage, die die Kanaren mit Wolken aus dem Norden sozusagen versorgt, sondern es kann auch mal sein, dass diese typische Passatwind-Situation, die ich irgendwo anders mal noch erklären werde ausführlich, dass die mal aufhört und im Prinzip ein blockierendes Tief- oder Hochdruckgebiet, beides keine blockierende Wirkung ausbilden, verhindert, dass die Passatwinde zu den Kanaren überhaupt vordringen können. Und in dem Moment kommt quasi aus dem Norden, wie durch einen Korridor, Kaltluft aus der Arktis, zum Beispiel von Grönland, direkt nach Süden geschossen und trifft unter anderem auch die Kanarischen Inseln. Diese Kaltluft hat dann entsprechende Wolken dabei, die auch eben Regen bringen, und die wiederum sind jetzt so hoch, dass sie auch oberhalb vom Teide unterwegs sind und an Selbrigen hängen bleiben, beziehungsweise wegen dem Selbrigen dann abregnen. Und das ist häufig im Winter der Fall, sodass da also schon ein Niederschlag fällt, der sich dann allerdings durchaus auch ganz gerne mal in Schnee und durchaus in größeren Eismengen letztendlich äußern kann. Aber der schmilzt ja irgendwann und spätestens dann gibt es mehr oder weniger eine regelmäßige Wasserzufuhr zu allen Gebieten, die unterhalb des Teidegipfels eben entsprechend liegen, beziehungsweise alle ein bisschen tiefer gelegenen Bereiche der Kugelbusch-Vegetation. So, das grob zum Klima. Besonders warm ist es da jetzt nicht mehr. Wir befinden uns zwar immer noch neben der Sahara, allerdings in einer Höhe von 2000 bis 2700 Metern. Und wenn wir uns jetzt grob angucken, dass wir, sagen wir mal, jetzt unten am Meer sowas um die 25 Grad hätten, was durchaus eine realistische Temperatur ist, die auf Teneriffa in vielen Monaten des Jahres so ungefähr herrscht, ja? Dann können wir ungefähr ebenfalls rechnen, dass die Temperaturabnahme mit der Höhe 0,7 Grad beträgt. Und wenn wir jetzt von Meeresniveau
Wenn wir jetzt von Meeresniveau 2000 Meter nach oben steigen, 2000 mal 0,7 sind dann 7400 und wenn ich das, nee, warte mal, mal 0, naja, es sind jedenfalls 14 Grad, ne? So irgendwas um den Dreh nimmt das Ganze um 14 Grad ab und das ist jetzt gar nicht mehr so warm. Geht man dann noch ganz weit hoch, nochmal weiter Richtung Gipfel. Dann ist man halt dann nochmal bei 3500 Metern und dann sind das halt nochmal erheblich. Und damit kommen dann auch die Temperaturen auf dem Gipfel zustande. Als wir auf dem Fastgipfel gewesen sind, beziehungsweise da oben halt einfach generell zustande, als wir auf dem Fastgipfel gewesen sind, hatten wir laut Wetterbericht 4 Grad. Ganz so kalt hat sich's nicht angefühlt. Aber man muss auch im Hinterkopf behalten, die Temperatur, die da offiziell angegeben wird, ist ja bekanntermaßen im Schatten. Schatten gibt's da oben aber so gut wie nicht. Dementsprechend hast du fast immer die Sonne da und dann kommt natürlich noch der Wind dazu. Der Wind ist allerdings auch nicht so auskühlend, wie man das von anderen Bergen dieser Höhe oder auch einer deutlich niedrigeren Höhe auch bereits gewöhnt ist, weil einfach es handelt sich ja um, sofern jetzt nicht gerade die arktischen Luftmassen einbrechen, eben um warme Winde aus dem Süden, die sich gar nicht großartig besonders abgekühlt haben. Daher für die Höhenlage ist das erstaunlich, wie warm der kalte Wind da oben eigentlich ist. Ja, der fühlt sich schon kalt an, aber halt eben längst nicht so eisig, wie er eigentlich sollte. Das sind Sachen, die dieses Ökosystem sehr wohl prägen. Dann kommt noch als prägender Faktor dazu, weshalb wir jetzt mal zu den Pflanzen zu sprechen kommen, die wir da antreffen können, die Kugelbüsche. Ja, fast jede Pflanze, und es sind schon einige, wenn auch nicht ganz, ganz, ganz furchtbar viele, die da oben vorkommen, mal abgesehen von so ein paar kleinen Aeonium-Arten zum Beispiel, die werden wir auch nochmal irgendwo anders separat behandeln, sind eben in Form von einem Busch, einem kugeligen Busch ausgeprägt, stehen recht weit auseinander. Und letzteres, kann man gleich schon mal darauf eingehen, hat den einfachen Grund, dass die, wenn sie dann mal Wasser abbekommen, auch wirklich darauf angewiesen sind, alles Wasser abzubekommen, was irgendwie verfügbar sein könnte. Und dafür müssen sie dann ein großes Wurzelrad haben, was um diesen Busch drumherum angelegt ist. Also einfach ein großer Kreis quasi um den Busch im Boden in sehr geringer Tiefe. Das heißt, ein paar Zentimeter buddeln und schon würde man die Wurzeln beschädigen, wenn man da dann buddeln würde, was hoffentlich keiner tut. Ist ja ein Nationalpark, das soll man nicht rumbuddeln. Und das ist wichtig, weil sobald da mal wirklich ein bisschen Wasser aufkommt, bevor das irgendwo versickern kann in den tiefen Spalten und Klüften des vulkanischen Gesteins, die das nun mal hat, ne? Das ist halt eben recht unordentlich, wenn es da von einem Vulkan hingeschmissen worden ist, müssen die wirklich alles Wasser aufnehmen, was sie an diesem Punkt irgendwo kriegen können. Auch wichtig, sollte es dann doch mal Nebelniederschlag geben oder einfach die Luftfeuchtigkeit zur Verfügung stehen von einem ja feuchten Morgen, insbesondere in den Morgenstunden, dann will auch das von der Wurzel sehr schnell aufgenommen werden. Und tatsächlich ist die Luftfeuchtigkeit eine wichtigere Wasserquelle als die wenigen Niederschläge, die es da oben gibt. Ja, und an der Stelle muss ich mich kurz unterbrechen, weil das habe ich ja schon mal woanders erzählt. Das weiß ich aber da in dem Moment, wo ich da jetzt gerade hocke, noch nicht, sondern erst jetzt im Schnitt. Lapilli haben wir schon mal drüber gesprochen. Das sind ja diese kleinen vulkanischen Gesteinspartikelchen, die eben viele kleine Löcher aufweisen, wie eben Kazan Ultra Klumpstreu, und als solche dann auch Wasser anziehen und hygroskopisch, also Wasser anziehend und Wasser speichernd, wirken. Im Grunde wie ein kleiner Miniaturschwamm aus Stein. Und die sieht man in dieser Landschaft überall. Also sämtliche vulkanischen Gesteine, die wir hier sehen können, sind mikroporös und sind damit in der Lage, eine gewisse Menge von Wasser tatsächlich einzulagern. Relevant ist das nur bei den kleinen Steinen, die dazwischen liegen. Und das sind aber auch genau die, die neben oder um die Wurzeln unserer Kugelbüsche, die hier nur noch sehr klein und sehr spärlich zu erkennen sind, zu finden sind. Ne? Und damit speichern die Wasser und ermöglichen überhaupt erst das Kugelbuschwachstum in dem Ausmaß, wie man es an vielen Stellen sieht, in dieser doch sehr trockenen, halbwüstenartigen Landschaft. Drum ist es auch wichtig und nützlich, für den Kugelbusch kompakt als eine Kugel in der Gegend rumzustehen und dann sämtliche Kraft zum Ausbreiten eines möglichst großen Wurzelfilzes zu nutzen, ohne möglichst bei gleichzeitig möglichst wenig Boden
mit Vegetationsmasse, also sprich grüner Pflanzenmasse, Ästen und so weiter und so fort abzudecken. Weil wenn das abgedeckt ist, dann landet der Tau nicht direkt auf den Boden, wo er von den Lapilli gespeichert werden kann, wo er dann an die Wurzeln abgegeben werden kann, sondern bleibt irgendwie in den Ästen hängen und landet dann eben nicht bis in der Wurzel. Ja? Drum, es macht in diesem Ökosystem, und das ist weltweit einmalig, muss man gleich dazu sagen, macht es wirklich Sinn, eine riesen Wurzel zu haben, riesige Ausdehnung bei möglichst kleiner photosynthetisch, also auf einen kurzen, kleinen Raum, kompakten Raum beschränkter photosynthetisch aktiver Biomasse. Dann kommt ja noch dazu, dass die Sonneneinstrahlung, die da oben herrscht, außerordentlich extrem und außerordentlich UV-reich ist. Einfach weil wir uns eben auf Sahara-Niveau befinden, was hier runterbrutzelt, macht schnell Sonnenbrand. Und das ist auch ein Problem tatsächlich für die Pflanzen, die es hier so gibt. Auch die müssen sich vor UV-Strahlung entsprechend in Acht nehmen. Und dann ist es auch für die wichtig, eben ja, in einer kompakten Form mit einer geringen Oberfläche unterwegs zu sein. Eine Kugel hat ja eine wirklich möglichst geringe Oberfläche zu Volumen. Und das heißt, wenn sie wenig Oberfläche haben, gibt es auch wenig Angriffspunkt für tatsächlich UV-Strahlung, die da nur den äußeren Bereich des Ganzen angreifen kann. Innen drin herrscht dann genug Schatten durch eben sich selbst. Und ist die Strahlung mal besonders intensiv, dann wäre nur die äußerste Schicht der Pflanze betroffen und im Inneren könnte es dann noch ein bisschen weitergehen und dann kann sie sich daraus wieder regenerieren. Also das sind so mögliche Gründe, warum das Ganze eben in dieser komischen Kugelbuschform auftritt. Eine weitere bemerkenswerte Sache ist noch anzumerken, solche buschige Vegetation kennen wir auch aus höher gelegenen Gebieten ums Mittelmeer drumherum. Allerdings, oder auch tiefer gelegenen Gebieten ums Mittelmeer drumherum, allerdings sind die Büsche da ganz was anderes als die kanarische Kugelbuschvegetation, weil die kanarische ist vollständig frei von Dornen und Stacheln. Da gibt es also keinen mechanischen Schutz gegen irgendein Tier, was da ankommt und dann dran fressen möchte. Jedes Tier, das in der Lage ist, da hoch in diese Landschaft zu laufen, das kann da auch wunderbar an diesen Dingern rumkauen, an diesen Kugelbüschen, und jede Menge Schaden anrichten, ohne dass die Kugelbüsche sich irgendwie dagegen wehren können. Ja, sind die denn blöd, die Kugelbüsche? Nee, sondern da gab es halt einfach überhaupt kein Tier, das daran hätte kauen können. Machen wir uns nochmal klar, wir hocken hier auf einer Insel, die weit genug weg ist von Afrika, dass kein Säugetier mehr in der Lage ist, hier einfach rüber zu schwimmen. Das heißt, wo sollen die hergekommen sein? Erst vor wenigen hundert Jahren zum ersten Mal passiert, dass irgendwelche größeren Säugetiere, die Interesse daran haben, an so einem Kugelbusch rumzufressen, zum Beispiel Ziegen, vor allen Dingen Ziegen, hier überhaupt hergebracht worden sind auf die Kanarischen Inseln. Und deswegen war die Zeit, die jetzt evolutionär zur Verfügung stand, um Dornen und Stacheln auszubilden gegen die Ziegen, bisher noch zu kurz, weshalb die Dornen und die Stacheln noch fehlen. Vergleichbare, halbwegs vergleichbare Ökosysteme ums Mittelmeer drumherum, da gab es schon immer zumindest mal Wild, Ziegen, Wildschafe und solche Tiere, ja, also immer schon Großsäugetiere, die an sowas gerne rumknabbern, da gewesen. Und da finden wir jetzt sehr wohl auch Dornenstrauchköpfe, also auch so eine kugelige Form, ähnliche Klimazone, so ein bisschen ähnlich, aber eben sehr wohl mit mechanischem Schutz gegen Ziege, gegen Schaf, die da dann rumfressen wollen mit Stacheln und so weiter und so fort. Und da kann man dann wirklich sehen, sowas findet man häufig auf Inseln, da gibt es viele Beispiele weltweit, dass eben das Fehlen natürlicher Feinde, weil es eine Insel ist, weil es sehr lange Zeit braucht, bis sich neben der pflanzlichen Komponente in einem Ökosystem überhaupt eine tierische einfindet, mal abgesehen von Vögeln, die können natürlich schnell angeflogen kommen, Insekten auch, die können auch schnell angeflogen kommen, die sind ja genauso flugfähig, aber alles, was nicht fliegen kann, das braucht lange, lange, bis es dann an so einem Ökosystem überhaupt ankommt. Und bis da Säugetiere, größere Pflanzenfressmengen, vertilgende Säugetiere ankommen, das dauert wirklich verdammt lange, wenn da keine Landbrücke besteht und kein Wanderkorridor, wo die sich dann eben nicht schwimmend fortbewegen könnten. Viele Beispiele finden wir zum Beispiel auch in Australien oder um Australien zum Rum, drumherum. Ich erwähne ihn immer mal wieder, aber auch hier gehört er rein, der Kakapo.
Googelt den mal, beziehungsweise ich habe sicherlich irgendein Bild, was ich euch einblenden kann. Der Kakapo ist auch so ein Vogel, der im Grunde gegen jeden Feind keinerlei Abwehrstrategien entwickelt hat. Der weiß gar nicht, wie er sich zur Wehr setzen könnte, obwohl er eigentlich Krallen und Schnabel hätte, um theoretisch mit aggressivem Verhalten gegen zum Beispiel eine Hauskatze vorzugehen. Aber der wehrt sich einfach überhaupt nicht, weil er Zeit seines Lebens oder über viel, viel, viel Zeit hinweg eben nie irgendwelche Feinde auf seiner Insel oder den Inseln, wo er ursprünglich vorkam, gekannt hat. Da gibt's da einfach nicht. Ne? Ein Säugetier, was Kakapo-Eier oder Kakapo-Jungtiere oder auch Kakapo-erwachsene Tiere irgendwie töten und fressen würde, hat der nie gekannt. Erst durch uns und dass wir halt eben dann unter anderem tatsächlich leider die Hauskatze mitgebracht haben, hat das dazu geführt, dass er überhaupt jetzt erst Probleme bekommen hat durch Feinde. Ja, und die haben den natürlich gekillt bis zum Gehtnichtmehr, weil er auch nicht mal ein Fluchtverhalten und ähnliches hat. So ähnlich würde es sich oder hat es sich auch die kurze Zeit verhalten, als man dann eben mit Ziegen der Kugelbusch-Vegetation der Kanarischen Inseln etwas zu nahe gekommen ist. Das wurde dann aber jetzt schon vor vielen Jahrzehnten entsprechend eingestellt und seitdem erholt sich besagte Kugelbusch-Vegetation auch wieder. So. Details per Bildmaterial waren immer mal wieder dabei, hoffe ich. Weitere kleinere Details und dann auch ruhig, ohne scheiß Motorenlärm, aber es geht einfach nicht anders, gibt's dann jetzt gleich. So, ab jetzt mit gutem Ton. Danke, dass ihr so weit durchgehalten habt. Das ist ein Echium. Echium gibt's auf der Welt auch noch an anderen Orten und gerade wenn wir uns solche, subtropischen Hochebenen angucken, die zwar eigentlich in den Subtropen liegen, aber so hoch sind, dass es dann halt doch irgendwann kalt wird. Dann finden wir auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel auch in den Anden Südamerikas, Pflanzen, die so ein bisschen so ähnlich aussehen wie dieses Ding da. Genauer handelt es sich hier um Wilpretz-Echium, also Echium wilpreti, Wilpretz-Natternkopf. Ganz kurzer kleiner Hinweis, das Buch, das ich schon hier mehrfach mal hin und wieder zitiert habe, das nennt sich, ich sag's gerade nochmal, die Kanarischen Inseln Natur- und Kulturlandschaften von Richard Pott, Joachim Hüppe und Wilfredo Wilpret de la Torre. Und letzterer, der Wilpret de la Torre, das ist eben derjenige, der auch dieser Pflanze seinen Namen gegeben hat, weil er der Erstbeschreiber gewesen ist, ist vielleicht einer der bedeutendsten Botaniker der Kanarischen Inseln. Das darf man sicherlich annehmen, dass das so sei. Ne? Also wer das entsprechende Buch dazu mal lesen möchte, es ist halt ein bisschen... für den Nicht-Botaniker teilweise vielleicht ein kleines bisschen schwer zu verstehen, geht aber. Also wer sich dann noch intensiver ins Thema einlesen möchte als mit meiner Videoreihe, dem sei dieses Buch empfohlen. So, zurück zum Echium. Das braucht so irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren, um zu blühen. Es blüht dann auch nur einmal und stirbt danach ab. Vorne rechts im Bild sehen wir so ein Büschel, wo noch keine Blüte dran hängt. Da ist es einfach noch nicht so weit und wir sehen auch, dass 2 kleine Blüten, da hat zwar was Größeres noch nicht gereicht, vielleicht werden die noch größer, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das Bild ja nicht von mir stammt, aber sie können schon wirklich gigantisch groß werden, die Blütenstände und weisen dann bis zu 50.000 einzelne kleine rote Blütchen auf. Sehr, sehr faszinierende Pflanze. Ökologisch betrachtet ist es das auch dann durchaus machbar, langfristig als Art zu überleben, wenn man zwar alle 5 Jahre spätestens wegstirbt, nachdem man geblüht hat, aber bei so einer intensiven Blüte, die dann auch sämtliche Energie aus der Pflanze zieht und dann Weiterleben dann quasi gar nicht mehr möglich macht, ist natürlich eine enorme Verbreitung gegeben und Sicherheit, dass irgendwo anders die Nachkommen dieses Echiums dann auch entsprechend wieder hochwachsen werden. Und derzeit ist die Pflanze zwar nur auf einem kleinen Areal zu finden, aber nicht akut vom Aussterben bedroht, weil war schon immer klein das Areal. Das Ding gab es schon immer, auch ohne den Menschen, nur um den Teide drumherum. Und hier ist sie einfach natürlich selten sozusagen. Das ist mir immer wichtig, das mal kurz zu erwähnen. Es gibt Dinge, die sind selten, weil wir sie kaputt gemacht haben oder ihren Lebensraum zerstören. Es gibt aber auch Dinge, die waren schon immer selten und werden immer selten sein. Und es gibt keinen Grund daran, großartig was ändern zu müssen. Und im Fall von Wilpretz-Natternkopf,
ist Letzteres tatsächlich der Fall. Das ist zwar eher die Ausnahme, ne? Also machen wir uns nichts vor, meistens sind wir schon dran schuld, nur in diesem konkreten Fall hier jetzt gerade nicht. Dass das Teil außerdem noch wunderschön ist, kann man selbstverständlich auch noch erwähnen. Und ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wer das Glück hat, zur Blütezeit von den Dingern da zu sein, schickt mir bitte ein Foto. Das würde ich mir gerne mal angucken. Dankeschön. Ja, und wer direkt unterhalb der Bergstation der Teideseilbahn sich wirklich genau unter die Bergstation stellt und dann den Hang runter guckt, der findet das da. Das ist recht weit weg. Ich habe ein gutes Zoom-Objektiv dabei gehabt, aber man sieht's. Und das ist eine Margarite, und zwar eine der zahlreichen kanarischen Margariten der Gattung, Moment, ich gucke es nach, Agyranthemum. Furchtbarer Zungenbrecher in diesem Fall ist es Argyranthemum tenerifei. Tenerife. Irgendwie sowas, ja. Jedenfalls ist das tatsächlich die am höchsten liegende der kanarischen Margariten. Und man sieht es auf diesem Bild nur schlecht, aber man kann es vielleicht erahnen. Die hat sehr, jetzt sieht man es besser, genau, die hat sehr dünne Blättchen, sehr filigrane Blättchen. Das ist Absicht, weil je kleiner die sind, desto besser können die mit Frost, aber auch mit Trockenheit umgehen. Und diese Pflanze ist insbesondere dahingehend wirklich sehr, sehr beeinflusst. Druckend, weil sie eben mit beiden wunderbar zurechtkommt. Sie ist nicht nur gegen eins von beiden angepasst, das gibt es oft, sondern gleich direkt mit gegen beides und monatelang des Jahres, entweder weil es zu trocken ist oder weil gerade Schnee liegt, kann die nicht wachsen, überlebt die aber trotzdem auf ziemlich genau 3600 Metern Höhe, was für so eine wirklich auch noch blumenausbildende Pflanze wirklich eine ganz beeindruckende Höhenleistung ist. Diese Margariten gibt es auch in großblättrig und in deutlich größer und weniger buschförmig wachsend, also so halbkugelförmig, ne, wie jetzt bei diesem Ding auch schön zu sehen ist, zum Beispiel im Lorbeerwald. Da kommt sie eigentlich vermutlich auch her, und da sie irgendwie mal irgendwann vor vielen Millionen Jahren im Lorbeerwald gelandet ist und sich von da seitdem ausgebreitet hat, finden wir jetzt in fast jedem Ökosystem der Kanarischen Inseln irgendeine Form dieser kanarischen Margarite. Alles ausgehend von einer Art, differenziert zu vielen verschiedenen, auf vielen verschiedenen Höhenstufen zu finden, nur damit wir dann auch mal über die gesprochen haben. Auch das ist wieder ein Beispiel für adaptive Radiation, also dieser Prozess, wenn aus einer Art ganz viele werden, weil ganz viele Ökosysteme zur Verfügung stehen. Das kann man sich durchaus mal merken, kann man irgendwo beim Stammtisch mal mit angeben. Adaptive Radiation, klingt schlau, ne? So, und eine letzte Pflanze haben wir dann noch, das ist nämlich das Teidefeilchen. Ich habe selber leider keine gefunden. Das ist noch das beste Bild, das ich im Internet gefunden habe, was man verwenden darf. Und so schaut sie aus. Also auch was ganz Wunderschönes. Ist tendenziell in der Gipfelregion zu finden und auf dem bin ich nicht hoch. Vermutlich habe ich deswegen keine gefunden. Die würde aber im November vermutlich auch nicht blühen. Ist da schon fertig damit und wartet dann auf den ersten potenziellen Schnee. Ja, was ganz, ganz Hübsches, ganz was Schönes und ganz was Ausdauerndes und nicht totzukriegendes. Sonst wird es auf der Höhe auch nicht mehr vorkommen. Man sieht diese kleinen, wirklich winzigen Blättern. Auch die Blüte ist sehr, sehr klein. Das ist also insgesamt wirklich ein ganz kleines Pflänzlein. Es gibt auch noch Moose auf der Höhenstufe, einige wenige. Aber die herausragende Pflanze, die man dann wirklich vielleicht auch mal sehen kann und selbst entdecken kann, ist eben das Teidefeilchen. Ebenfalls endemisch, ebenfalls nur am Teide anzutreffen. Und natürlicherweise selten dadurch, aber nicht bedroht, weil am Teide gibt sie es ja. Und da geht sie auch gut und da gehört sie auch hin. Also viel mehr gibt es zu dem Ding eigentlich gar nicht zu sagen. Man kann sie ökologisch vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Gletscherhahnenfuß. Auch der ist so eine der letzten Blütenpflanzen, die in den nordischen oder in den Alpengebirgen noch vorkommen. Und ja, auch der sieht ziemlich ähnlich aus, nur dass er halt eben gelb ist und eine Blüte hat, wie viele andere Hahnenfußgewächse auch. Zum Beispiel, also auf gut Deutsch, die Sumpfdotterblume. Ne? Sowas in die Richtung. Ungefähr so schaut auch der Gletscherhahnenfuß aus. Ja, und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Geologie.
Ja, dankenswerterweise habe ich hier von der, Moment, wie heißen sie denn? Sociedad Geologica Canaria. Also ich vermute mal, das wird die Kanarische Geologische Gesellschaft sein, soweit ich das auf Deutsch übersetzen kann, diverse schöne Bilder gefunden, die tatsächlich chronologisch den Aufbau der Inseln belegen. Und da können wir uns jetzt mal ganz wunderbar drüber unterhalten, wie die denn langsam, aber sicher entstanden ist. Also jetzt insbesondere Teneriffa. Beachtet bitte auch die Karte oben rechts. Da sieht man auch, wo Nord Norden und ja, also weil die Darstellung, wie wir sie jetzt hier sehen, die ist halt nicht genordet. Die Karte oben rechts, die ist es zumindest so ungefähr. Ich bin zwar der Meinung, man müsste sie so ein ganz paar Grad nach rechts noch drehen, aber vielleicht bilde ich mir auch das nur ein. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls haben wir im Hintergrund von unserem unteren Bild den Anagar-Vulkan, dann haben wir vorne links den Tenno-Vulkan und vorne rechts den Adeje. Den wird man wahrscheinlich anders aussprechen, aber das sind die drei wesentlichen Vulkane, die zunächst mal dafür gesorgt haben, dass es da überhaupt eine Insel gibt. Das Ganze ist 8 Millionen Jahre her. Und aus diesen drei Vulkanen ausgehend, von deren Landhebung und deren gesamten Magma, was überhaupt dafür geführt hat, dass die Insel irgendwann aus dem Wasser rausgeragt hat, vom Ozeanboden bis rauf an eben die Meeresoberfläche und dann noch in die Höhe, das waren die drei. Hier sehen wir besagte drei Vulkane als auch schon bereits im verwitterten Zustand. Das ist also jetzt 5 Millionen Jahre vor heute, 3 Millionen Jahre später als das letzte Bild. Da kam kein großartig neuer Vulkan dazu, aber Vulkangestein ist relativ weich und in 3 Millionen Jahren zerklüftet sich das dann schon ganz massiv und die Krater der jeweiligen Vulkane fallen auseinander. Es gibt mehr, ja, Substanz, ja, mehr Struktur in der Landschaft und im Anagar-Gebirge, also diesem Bereich da nordöstlich. Den kann man auch heute noch mehr oder weniger ohne großartig viel vulkanische Veränderungen so sehen. Das ist auch das Gebiet, wo der Lorbeerwald zu finden ist. Wir erinnern uns an meinen Lorbeerwald-Filmchen. Und das ist ja ein uraltes Waldgebiet und grundsätzlich eine ganz, ganz alte Waldform. Und damit die da eben entstehen konnte und da bis heute noch anzutreffen ist, war es auch wichtig, dass da nicht noch viele andere Vulkane ausgebrochen sind und immer wieder den Lorbeerwald vernichtet haben, sonst gäbe es den da heute auch nicht mehr. Das ist also gleichzeitig eine sehr alte, für kanarische Verhältnisse, eine sehr alte Landschaft und eben eine der ersten tatsächlich. 3 Millionen Jahre vor heute bildete sich dann die Canadas, also dieser riesige Vulkankrater quasi, der den gesamten Bereich vorm Teide ausmacht. Ich habe dazu dann auch noch gleich schöne Bilder. Aber merken, sehen wir da ja, ne? Also wir haben quasi jetzt endlich einen Zentralvulkan, der hat bisher gefehlt. Dieser Zentralvulkan, das ist so ein bisschen der spätere Teide. Ja? Und drumherum hat eben beim Auswurf dieses Zentralvulkans sich eben dieser gigantische Krater gebildet, beziehungsweise das, was dann später noch vom Zentralvulkan wegverwittern wird, wird dann weiterhin zu dieser Krater, diesem großen, großen Krater da beitragen. Und diese Caldera nennt man das, ne? Einen riesigen Vulkankrater, das ist eben die Canadas. Und die kann man heute noch wunderbar bewundern. Ist auch wirklich eine ganz, ganz traumhafte, ganz, ganz tolle, spezielle Landschaft, die sehr sehenswert ist. Und eben was da jetzt gerade hochblubbert, das wird später dann mal der Teide sein. Wir sehen jetzt in der Abbildung oben rechts auch tatsächlich diesen orangen Bereich. Das sind eben diese Kanadas-Gebiete und das Blaue, das ist das, was dann später der Sockel vom heutigen Teide sein wird. Ja? Und dann gucken wir uns mal an, wie das heute jetzt nämlich ausschaut. Inzwischen hat sich da einiges getan. Zum Beispiel finden wir jetzt unten links so eine zerklüftete Küste. Das hängt noch mit weiteren Vulkanausbrüchen zusammen und der Tatsache, dass die Erosion vom Meerwasser gegen die Küste geknallt ist, auch ihr Übriges getan hat, um die Insel zu gestalten. Wir sehen auch weiterhin um unseren Teide drumherum. Übrigens oben rechts in der schematischen Darstellung ist er jetzt rot, der eigentliche Teide. Und es gibt jetzt auch den Pico Vecchio, das ist der zweite Vulkanschlot, wo der Rauch aufsteigt, ja, also von uns aus gesehen näher zu uns, neben dem eigentlichen Teide. Also der Teide ist der rechts hinten und links vorne der Pico Vecchio, den sehen wir auch gleich noch in der Realität. Und
Schön zu sehen ist die Caldera de las Canadas, so heißt sie, glaube ich. Also dieser Halbkreis Krater rechts von den beiden Vulkangipfeln. Man geht übrigens inzwischen davon aus, dass das ursprünglich mal nicht nur ein Halbkreis war, sondern er deutlich weiter ging, also Richtung die andere Seite der Gipfel, also die linke Seite der Vulkangipfel. Und das, was da mal an Material gewesen ist, irgendwann mal zwischen, ja, vor 3 Millionen Jahren und mehr oder weniger dann vor 1 Million Jahren, so irgendwas um den Dreh, muss da eine ganz massive Menge vulkanisches Gestein die Insel runter gerutscht sein, also den Hang links, ne? Und dann da vorne in die Bucht und liegt jetzt vor Puerto de la Cruz im Wasser. Das kann man auch finden, wenn man da eben entsprechend taucht, dann findet man ein unterseeisches Plateau aus vulkanischem Material, das vom Alter her ungefähr hinkommt mit dem, was man vermutet, was bei der Caldera dann mal runtergekracht ist. Das heißt, die komplette Nordseite der Insel, in der Mitte der Nordseite der Insel, das ist alles eine riesige Ebene. Ehemalige Abbruchhalde, wo ganz gewaltige Felsmassen ins Meer gerutscht sind. Ja? Also geht man momentan davon aus, das ist alles noch nicht ganz unumstritten, aber das ist wohl die allgemein am ehesten anerkannte Erklärung für diese halbrunde Caldera da oben, wo ist der Rest abgeblieben. Ne? Ja, und das ist im Grunde die Inselentstehung bis heute. Bin ich sehr dankbar für diese tollen Abbildungen, mit denen man das so schön erklären kann. Ich hoffe, das habt ihr auch verstanden. Und dann gucken wir uns jetzt noch mal ein paar Fotos meinerseits an. Ja, das ist die große Caldera da hinten, beziehungsweise jetzt unterhalb. Und da kann man wirklich diese runde Form, angedeutete runde Form, wunderbar erkennen. Wir zoomen auch gleich noch näher ran, aber das ist jetzt erstmal, damit man möglichst viel davon drauf hat. Links, wo die Wolken den Berg hochkommen, das ist der Nordrand der Insel und das sind eben die Passatwolken, die sich den Berg langsam hocharbeiten und soweit sie reichen, reicht auch der Kiefernwald. Wir erinnern uns ans Kiefernwald-Video, gucken wir uns auch gleich noch an. Und in der Mitte, aber im höchsten Bereich der Insel, guckt wie eine Insel von der Insel, in der Insel sozusagen, aus dem Wolkenmeer eben hier die Hochebene der Caldera heraus. Und die ist ein bisschen, man spricht da auch gerne von Amphitheater aufgebaut, weil eben sie ja nur halbrund ist und in ihrer offenen Seite liegt halt der Teide selbst, also ist es so ein bisschen das Amphitheater, in dem die Zuschauer Platz nehmen können, um auf den Teide zu gucken. So eine Interpretation habe ich auch schon gehört. Und wir können auch bei dieser Zoomstufe ganz gut erkennen, dass sich in der Caldera offensichtlich Strukturen befinden, die nur als erkaltete Magma erkannt werden können. Und je nachdem, wie alt oder wie jung die sind, kann man da auch wunderbar gleich an der Farbe, das haben wir ja auch schon gelernt, je schwärzer, desto jünger, je röter, desto alt, je Sand, desto ganz, ganz alt, kann man da schön erkennen, wie alt die jeweiligen Lavaflüsse gewesen sind. Übrigens die letzte Eruption, also der letzte Lavafluss, der in die Caldera hineingeflossen ist der Pico Vecchio gewesen, den wir gleich noch sehen. Der ist zuletzt ausgebrochen am 14. September 1798 und das ist auch der letzte Ausbruch bisher gewesen, der irgendwelche Lavamassen in der Caldera hinterlassen hat. Spannend finde ich übrigens, dass circa ein Jahr später Alexander von Humboldt auch auf der Insel gewesen ist und den Ausbruch ganz knapp verpasst hat. Das hätte ihn bestimmt sehr interessiert, aber ja, kurz danach, ne? Also genau ein Jahr später kam Humboldt. War nur eine Woche da, aber in der Woche war er extrem begeistert, wie wir hoffentlich inzwischen wirklich nachvollziehen können. Das gerade war übrigens so die südöstliche Hälfte der Caldera, ganz grob. Das hier ist die südwestliche Hälfte der Caldera. Also die Wolken, die wir jetzt da auch wieder sehen können, wie sie am Berg hochsteigen, das sind wieder die Nordwolken, die primär aus dem Norden kommen und sich da jetzt hocharbeiten, aber die auch schon ein Stückchen um die Insel drumrum sind. Ne? Und damit wir uns das vorstellen können, der Teide wird wirklich umflossen von einem
Wolkenmeer, das auf beiden Seiten um ihn rumfließt und dann irgendwo nördlich und südlich so weit drum rumfließen kann, dass auch die Wolken im Süden zu erklären sind. Wir haben ja auf beiden Bildern gesehen, südlich des Teide gibt es diesmal auch Wolken. Das ist ein eher seltenes Phänomen, dass da eben bewölkt ist. Und das führt dann dazu, dass halt auch die südlichen Inselteile dann mal hin und wieder eine Wolke haben und es da auch hin und wieder mal regnet, wenn die Wolkenintensität so stark ist, dass es einmal um den ganzen Teide drumherum reicht. Dazu habe ich übrigens noch ein Foto, von dem ich selber sehr begeistert bin. Nämlich ist hier der Punkt, wo tatsächlich die Wolke von dir auf der einen Seite um den Berg rum geweht ist. Hier kommt sie, na? Und die Wolke, die auf der anderen Seite um den Berg rum geweht ist, wo die sich treffen oder gerade dabei sind, sich zu treffen. Das sehen wir jetzt gleich genau. Da kommen sie also beide aufeinander zu und umschließen dann diesen Wolkensee einmal komplett um den Teide aus beiden Richtungen. Dass ich gerade just in dem Moment, wo die dabei sind, sich zu treffen, hier bin und ein Foto machen bzw. ein Filmchen machen kann, da war ich doch sehr begeistert. Ja, sorry wegen den Flecken auf dem Objektiv, die sehen wir nicht zum ersten Mal. Ne? Inzwischen habe ich es gesäubert, aber ich habe es einfach nicht gemerkt während des Urlaubs. Ja, und natürlich finden wir als Vegetation innerhalb eben dieses Wolkenbereichs, wo die Wolke regelmäßig vorbeischaut, zumindest einigermaßen regelmäßig, wieder hier die kleinen Bäumchen. Und das ist natürlich die kanarische Kiefer. Wie könnte es auch anders sein? Hier in der sehr frischen Lavalandschaft, die zum Teil, also gerade die sehr dunklen schwarzen Bereiche, noch vom letzten Ausbruch des Pico Vecchio, also vor 200 Jahren und ein paar zerquetschten, noch dahin gekommen sind. Das ist also sehr junge Landschaft. Sehr junge Kiefernwälder dementsprechend, weil 150 Jahre dürfen nach so einem Lavastrom schon ins Land gehen, bis da überhaupt ein Baumwachstum selbst für die kanarische Kiefer möglich ist und drum alles. Also ja, das ist quasi ja neue Landbildung und Neubesiedlung von ganz, ganz frischem Land. Wahnsinnig faszinierend, also für mich zumindest. Und ein ganz kleines bisschen links von der Aufnahme, die wir gerade gesehen haben, ist jetzt nun der Pico Vecchio. Ich hoffe, man spricht den so aus, man schreibt ihn ganz komisch. Das ist der zweithöchste Vulkan der Kanarischen Inseln und der zweithöchste auch auf Teneriffa. Er ist, Moment, ich guck's nach, ich meine 3600. Ja, tatsächlich nur 3135 Meter hoch, hat aber sein Krater einen Durchmesser von 800 Metern, das der große sieht man, und der ist auch bis 250 Meter tief. Damit hat er zumindest mal so einen richtigen Vulkankrater, wie man sich das auch vorstellt, der auch eigentlich seine eigene Caldera bildet, und sein letzter Ausbruch ist eben schuld an den ganz frischen Lavamassen, die wir hier so zum Teil sehen können, auch direkt hier vor uns. Das sind auch ganz ziemlich frische Lavamassen. Die dürften aber vom letzten Ausbruch des Teides, der vor ungefähr 300 Jahren noch stammen, als da eben die neuen dazugekommen sind. Je nach Klimazone können in 300 Jahren Verwitterung von frischer Lava einfach schlicht und ergreifend gar nichts passieren oder schon einiges. Aber 300 Jahre sind geologisch gesehen ja wirklich ein ultimativ kurzer Zeitraum. Das dürfen wir da auch immer nicht vergessen. Wir gucken noch ein bisschen weiter links und werfen nochmal einen Blick auf die Wand von der Caldera de las Canadas. Und obendrauf die kleinen Männchen. Das sind natürlich keine Männchen, sondern wieder Kanarenkiefer. Ich hatte ja schon in der Kiefern-Episode, aber das gehört hier halt auch nochmal mit rein, erwähnt, dass eben der Caldera-Rand. Und jetzt wissen wir auch, was der Caldera-Rand ist. Wem das also bei den Kiefern noch nicht ganz klar war, was ich da eigentlich meine, der ist natürlich ein viel älteres Gestein. Wir haben ja auch eben die Übersicht gesehen, wie die Insel entstanden ist. Wir sind da also durchaus 2 Millionen Jahre früher dran als alles andere, was wir hier in der näheren Umgebung, also Teide-Gipfelbereich, Teide-Pyramidenbereich, alles 2 Millionen Jahre älter, eben dieser Caldera-Rand. Und damit ist die Verwitterung deutlich weiter fortgeschritten. Und drum kann die Kiefer eben auf diesem Caldera-Rand, selbst wenn es dann noch höher ist als in der Caldera selber drin, wunderbar stehen. Und dass dann auch die Wolken bis dahin reichen, um die nötige Feuchtigkeit für die Kiefer zu liefern, sehen wir in diesem Bild hier auch ganz gut, gerade weil es aktuell tatsächlich so ist.
Werfen wir jetzt mal von oben einen Blick tief in die Caldera. Rechts sehen wir ein frisches Lavafeld, diese schwarze Geschichte. Links sehen wir ein nicht ganz so frisches Lavafeld, diese schon leicht rötlich werdende Geschichte. Und in der Mitte sehen wir die Roques de la Garcia, wenn die dann so heißen. So schreibt man sie zumindest. Und das sind tatsächlich auch ganz besondere vulkanische Strukturen, die wir überall auf den Kanarischen Inseln und auch auf sonstigen vulkanischen Inseln immer mal wieder finden können. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Caldera ja nicht von einem einzigen Lavastrom, der im Erdinneren als ein dickes Ding nach oben geblubbert ist, um dann aus dem Vulkane auszutreten, entstanden ist, sondern das waren viele, viele kleine einzelne Lavaströme. Und als dann langsam der Haupt, ja, die seismische Aktivität, die diese Lava überhaupt bewegt hat, erstorben ist, sind manche Lavaströme noch bevor sie an die Erdoberfläche kommen konnten, quasi in ihrem Schlot erkaltet. Ja? Also aufrecht stehend, senkrechte Lavaschluck Wasser sozusagen. Wie er in der Gegend rumsteht. Eine Stange Wasser. So könnte man es auch nennen. Nur ist es halt hier eine Stange Lava. Und wenn jetzt drumherum die Erosion einsetzt, dann ist es oft so, dass das junge Kratermaterial, was sich da drumherum befindet, schneller wegverwittert, als dieser noch gar nicht ja, aus dem Vulkan ausgetretene Lavastange im Inneren. Und damit bilden sich dann diese hohen Steinmännchen oder Steinfiguren oder Steintürme aus Lavagestein, die dann übrig bleiben. Davon habe ich aber auch noch ein paar Nahaufnahmen. Das ist so einer der Touri-Hotspots von ganz Teneriffa. Das hat man also vielleicht sogar schon mal gesehen. Und weil es da so eklig touristisch ist, wollen wir uns da auch gar nicht so lange aufhalten. Hier also einmal mit vielen Touristen, hier einmal mit weniger Touristen. Aber das sind also wirklich erstarrte Lavasäulen, die noch in ihrem Schlot sozusagen erstarrt sind. Das da hinten auch. Und hier ist noch eine kleine Bild, ja, Kamerasequenz. Also wir befinden uns ziemlich genau eben mittendrin in der Caldera, wo sich das dann gebildet hat. Es könnte aber schon auch so ein bisschen ein Rand sein zwischen zwei verschiedenen Bildungsphasen der Caldera, wo dann halt eben besonders tiefe Felsklüfte entstanden sind und die Magma daher besonders hoch aufsteigen konnte. Und ja, offensichtlich kein sehr stabiles Gestein um die Schlote drumherum gebildet hat, weil von denen ja jetzt schon nichts mehr übrig ist, dass die Erosion so schnell geht, dass dieses ganze Zeug freigelegt wird und das in nur 3 Millionen Jahren, das ist bemerkenswert. Ja? Also so sind die schon, die sind schon sehenswert, diese Roques de la Garcia oder so ähnlich. Nur, ja, wissen das halt auch alle anderen Urlauber auf der Insel. Was ich niemandem übel nehmen kann, ich war ja auch da und hab's auch noch voller gemacht. Von daher will ich mich da gar nicht beklagen. Ja, und das hier ist noch ein schönes Bild, weil da können wir uns wirklich gut vorstellen, wie hier gerade von rechts den Berg runter ein gewaltiger Lavastrom runterfließt, beziehungsweise runterkugelt. Das ist ein pyroklastischer Strom gewesen. Also das sind alles so, ja, mehr oder weniger feste Partikel. Keine rote, flüssige Lava, wie man das eben aus Hollywood und den ganz spektakulären Ausbrüchen, die da so bisher gefilmt wurden, kennt. Auf Hawaii gibt es das ja häufiger mit der Poi-Hoi-Hoi-Lava. War, ne? Aber das hier ist AA-Lava, also das ganz normale pyroklastische Bröckelzeug, das hier aber nichtsdestotrotz sich von rechts nach links den Berg runtergearbeitet hat. Und wir sehen links im Bild auch ganz wunderbar, wo dann Schluss war. Bis dahin hat es halt gereicht und dann war gut. Das müsste noch vom letzten Teil der Ausbruch zumindest teilweise stammen, auch die röteren Bereiche. Da kommt dann ungefähr hin, dass das alles 300 Jahre alt ist. Ungefähr, ne? Aber wer es besser weiß, möge mich korrigieren. Ja, aber gehen wir zurück auf den Teide, zumindest aufs fast den Teide, ne, also nicht ganz den Gipfel, und gucken in die Ferne. Und da sehen wir nochmal unseren Wolkenspalt, wo die Wolken sich zusammentun. Ist jetzt auch etwas später im Vordergrund der Pico Vecchio, ne, also der zweite Vulkan. Und hier wieder unseren Wolkenspalt. Und in der Ferne sehen wir einen komischen Wolkenberg innerhalb der Wolken des Wolkenmeeres. Und der ist jetzt nicht nur sehr verdächtig, sondern sogar höchst groß.
großartig verdächtig. Das ist nämlich der neue Vulkan auf La Palma, der da tatsächlich dafür sorgt, dass seine eigene Aschewolke, die er so ausstößt, die sonst hier recht homogene Wolkenschicht ein bisschen nach oben drückt und dann damit so ein kleiner Wolkengipfel über La Palma eben entsprechend entsteht, was hier für diesen spektakulären Anblick verantwortlich ist. Mehr habe ich von dem Vulkanausbruch auf La Palma nicht gesehen, aber ich war trotzdem hin und weg, als ich das hier gesehen habe. Also stellt euch einen sehr begeisterten Ich vor. Zwei Sachen habe ich noch, und zwar dieses Bild hier. Da kann man nämlich jetzt wunderbar die Waldgrenze von den Kiefern erkennen, unten links, ne? Soweit die Wolke hochreicht, soweit reicht auch die Kiefer und sie reicht noch ein kleines bisschen weiter, weil es regelmäßig auch Wolken gibt, die halt mal noch ein Stückle weiter reichen. Aber das Bild regt zum Nachdenken an, deswegen, weil wir hier halt eben eine ziemlich gerade, ziemlich unzerfaserte, wie mit einem Messer geschnittene Waldgrenze sehen. Und es gibt seltene Fälle, da ist eine natürliche Waldgrenze tatsächlich eine direkte, eine richtige Grenze, wie auf der Landkarte mit einem Lineal gezogen oder zumindest halt mit einem krummen Strich. Aber hier leuchtet mir nicht ganz ein, warum das eine so scharf geschnittene Grenze sein muss. Und interessant ist jetzt auch Folgendes, nämlich mein Onkel war vor 40 Jahren mal auf dem Teide und hat sich das da angeguckt und der hat damals ein Foto gemacht von wahrscheinlich einer ganz ähnlichen Stelle, um nicht sozusagen von wirklich der gleichen. Und da sahen diese Bäume offensichtlich so aus, als wären sie gerade frisch angepflanzt worden. Und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich der Fall. Wir müssen uns ja klar machen, die Kanarenkiefer, das ist zwar eine Superkiefer, aber durch die Übernutzung, die auch hier natürlich stattgefunden hat, gibt es da nicht mehr ganz so viel von natürlichen, von den natürlichen Kiefernwäldern, wie es mal gegeben hat. Und da hat man möglicherweise ein wenig nachgeholfen, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass wir hier eine wirklich super gerade Waldgrenze haben. Denn ob jetzt 5 Meter weiter unten die Wolke noch hinkommt und 5 Meter weiter oben kommt sie nie vorbei. Das ist halt einfach unwahrscheinlich, ne? Aber trotzdem, der Effekt, was man hier schön sehen kann, ist halt doch, dass der Kiefernwald nicht weit aus seiner durchschnittlichen Wolke herausragt. Und sobald die Wolke gar nicht mehr hinkommt und gar nicht mehr vorkommt, dann ist auch kein Kiefernwald mehr möglich. Aber hier wird wahrscheinlich ein kleines bisschen der Mensch nachgeholfen haben. Zu Recht, ja, also das ist ja nichts Schlechtes. Ja, und dann findet man entlang des Berghanges in der Ferne manchmal so komische Solarzellen und so seltsame Türmchen, die da jemand aufgestellt hat und manchmal auch so komische kleine Hundehütten. Und seltsamerweise gibt es dann da auch immer so gelbe Flecken am Boden. Das ist ein Klo für die Wissenschaftler, die pinkeln da. Nein, natürlich nicht. Das ist tatsächlich, ja, hier ist es dann auch eindeutig zu erkennen, Schwefel. Das ist also noch Reste vom Vulkanismus, ausgehender Vulkanismus, der sich hier in Schwefeldämpfen und Schwefelaustritt äußert. Also man kann den Schwefel auch richtig riechen. Es riecht da überall nach faulen Eiern, mehr oder weniger unangenehm. Ich fand es sehr faszinierend. Meine Frau nicht so, die hat das auf Island wochenlang gehabt. Und war daher zwar daran erinnert, aber war der Meinung, sie muss es jetzt auch nicht nochmal viele Wochen haben, die Schwefeldämpfe. Aber das ist so eins der zwei letzten Zeichen eben des Vulkanismus, der hier oben schon noch ein bisschen vorhanden ist. Wenn man in Gipfelregionen nämlich circa 20 cm tief gräbt, dann hat man auch nochmal 80 bis 90 Grad heißen Boden. Also da ist schon noch eine gewisse Kraft, noch eine gewisse Energie im Berg vorhanden. Man geht allerdings davon aus, dass derzeit er sich eher im nachlassenden Zustand befindet, dass es da eher runtergeht. Ja, und diese Messgeräte, die man hier sehen kann, die dienen eben den Vulkanologen dazu, zu gucken, ob er denn auch wirklich schön brav ist und nicht in nächster Zeit auf die Idee kommt, nochmal auszubrechen. So, und das wäre es im Wesentlichen auch gewesen. Mehr Wichtiges habe ich zum nicht zu sagen, außer es gäbe da noch eine Kleinigkeit und die kommt nämlich jetzt.
Denn wer fleißig zugeschaut hat, darf sich jetzt sofort ein Bildschirmfoto von dieser tollen Urkunde machen, dann das Ding ausdrucken und den eigenen Namen eintragen, weil, wenn ihr mir jetzt aufmerksam zugehört habt, habt ihr jetzt richtig viel Ahnung von der Ökologie der Kanarischen Inseln. Und außerdem wart ihr so verrückt, euch das Ganze freiwillig reinzuziehen, ohne dass hinterher eine Prüfung droht oder dass ihr irgendwas wissen müsst. Ja, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen, die tatsächlich gerade sowas in die Richtung studieren oder noch zur Schule gehen und darüber ein Referat machen wollen. Ne? Aber ne, das ist einfach mal ein Zuschauer-Gag gewesen. Er hätte gerne eine Urkunde, weil er so und so viele Videos von mir geguckt hat. Und ich habe gedacht, jetzt machen wir mal in dem Zusammenhang hier tatsächlich eine Urkunde. Nicht, dass sich das jetzt wirklich irgendjemand ausdruckt, ist natürlich nur reiner Jux und reiner Spaß. Also der bronzene Drachenbaum in Gold geht an euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch ein paar Aufnahmen um den Teidegipfel mit ein bisschen Musik. Die sind aber optional, die muss man sich jetzt nicht noch angucken. Ne? Also nur, wer Bock hat. So, also nochmal vielen herzlichen Dank und ja, dann bis zum nächsten Mal, dann auch garantiert wieder nicht auf der Insel. Tschüss.